So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE 2K15. Meine Karriere mit Tim. Wie ist es? Daniel Bryan ist wieder WWE Champion. Geworden durch einen Last Man Standing Sieg gegen Batista bei Elimination Chamber. Und anscheinend steht unser erster Pay-Per-View-Auftritt bevor, beziehungsweise ist nicht mehr weit entfernt. Wir kommen immer mehr in Richtung Face, wenn ich das richtig überblicke. Beim letzten Mal ein Sieg gegenüber R-Truth in einem Dark Match. Mal wieder. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt noch einmal ein Dark oder Tune-Up Match haben und dann der Pay-Per-View kommt. Mal sehen, ob ich recht behalte. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in der ersten Woche vom März, nämlich, oder? Ne, war mal die vierte Woche. Ne, wir haben bis jetzt. Wir haben beim letzten Mal in der ersten Woche im Februar ein Match gehabt. So, dann würde jetzt in der ersten Woche vom März ein Match kommen und am Ende vom März ist der Pay-Per-View. Und das wäre ja dann WrestleMania! Oder lege ich da falsch? Na, Elimination Chamber kommt WrestleMania. Mal sehen, was Vicky sagt. So, doing well in Superstars leads to, ja, indem man sich gut anstellt bei Superstars, kommt man zu einem Platz bei einem Pay-Per-View. Pay-Per-Views führen zu Championship-Matches. Du möchtest doch ein Champion werden, oder? Ja, na toll, dann haben wir die Auswahl zwischen Dark- und Tune-Up-Match. Wieder sehr kreativ, Vicky Guerrero, dann nehmen wir ein Dark-Match, weil Tune-Up brauche ich nicht, die Social-Media-Follower. Bis jetzt haben die mir noch keinen Nutzen erwiesen, vor allem, weil wir jetzt noch keine Storylines haben, hier von wegen, über Social-Media-Accounts. Von daher würde ich einfach mal sagen, los geht's, gegen Titus und ihr dieses Mal. Können wir wieder ein bisschen spannender machen, oder wollen wir ihn direkt fertig machen, bin mir nicht ganz sicher. Und dann haben wir hoffentlich beim nächsten Mal dann ein Match bei WrestleMania, oder wir haben zwischendurch noch Matches. Vor allem, wir haben nur jeden Monat ein Match bei Superstars. Das ist aber wirklich ein bisschen wenig, oder was? So ein regelmäßiger Superstars sollte eigentlich schon jede Woche oder jede zweite Woche einen Spot bekommen. Oder wie seht ihr das, Freunde? So. Da haben wir wieder verschluckt an gar nichts. Auch wieder gut. Habe ich mich satt geredet. Kann man auch so beschreiben. So, Conan Elgin mal wieder. Wobei den Side Headlock wollten sie, wobei den Wristlock. Das lassen wir nicht zu, das holen wir gleich nochmal. So, Side Headlock. Wieder nicht. Wristlock. Ich gewinne. Nein, mit Wristlock. What a beast the monster's been so far. Meine Haare sind wieder komisch. Ich weiß, Freunde, was wir machen. Ich finde auch komisch. Vielleicht soll ich mir mal vor der Aufnahme mal Haarspray reinjagen. So, da ich ja aktuell eher über Abus aufnehme, wenn das Haarspray von morgen nicht behält. So funktioniert die Welt. So, ha, hat es sich gereinigt, habt ihr gehört? Wenn das Haarspray nicht mehr hält, ja, so funktioniert die Welt. Tschün, tschün. Guck mal, wie groß wir sind im Gegensatz zu John Cone, ey. Tja, Tim Wiese halt, ne? Vom Torwart zum baldigen WWE-Champion. Auch nicht so. Aber, I wanna flee. So, auf den Kopf. So, wie sieht's hier nochmal aus? Immer noch mehr mit klar. Vielleicht ist ja beim Pay-Per-View endlich mal eine Schwierigkeit höher. Das wäre ja mal angebracht. Und das ist immer eine Herausforderung. Weil wenn ich zu früh sprechen würde, finde ich wieder auf Normal. So wie gegen. One of the most impressive things about Titus is his speed. Xavier Woods, so war das. Gegen den hatten wir damals die NXT Championship verloren. Wir müssen aufpassen, Stamina, Franz, Stamina, ne? Hopp! Scoop Power Slam! So einfach, liegst du da am Boden, Titus. Nix mehr, uah, 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 ne? Das war meine beste Impersonation. Meine Impression, ne, nicht Impression. Meine beste Nachmache von Titus O'Neil. Tut mir leid. Hopp, Blackjob! Rasenmäher Lariat incoming! Muah! An die Schläfe! Oder so. Charge für mich, okay. So. Zack! Oh! Guckt er dann an! Kann man sogar ohne vorigen Rennen machen. Ja, das ist ja nice. Ob, nur weil ich die Richtungstaste noch dazu gedrückt habe, ne? Liege ich da richtig? Running? Ach guck mal, steht gleich dazu, wird man am besten brauchen, ne? Leg Power, Running Offensive. Na, das ist ja nützlich, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Kann ich denn auch ohne Richtungstaste dann eine normale Powerbomb machen? Das will ich den Mac beim nächsten Mal probieren. Während wir uns eigentlich bekommen, würde ich einfach mal behaupten, bisschen Samen nochmal für die Stamina, dann verprügeln lassen, sodass Teile so nie die Möglichkeit auf einen
Signature Move hat. Den versuchen dann zu kontern. Und dann fürs Ende des Matches zu sorgen. Oh ja. So. Und drauf. Und drauf. Und drauf. Einfach drauf. Ups. Nein. So schön war der Reversal noch nicht. Dann gehen wir wieder aufs Top Rope. Klar, kein Problem haben wir. Top Rope. Fall Away Slam. Badam. Okay. Und rauf. Schön macht er das, der Wiese. Muss ich ja sagen. So, können wir nochmal auf zweite Seil gehen. Und alles andere bräuchten wir in der Ability. Und wir treffen ihn mit der Body Press. So. Gut, dann kann er jetzt uns verprügeln. Wäre jetzt kein Problem mehr für mich. So, gehen wir da auf. So, fuck, jetzt haben wir schon wieder. Signature Move. Gut. Freihändig, Franz. Got a problem. Ach, schön. Natürlich doof, wenn er jetzt gleich Cover ansetzt. Das wäre sehr suboptimal. Müsste wieder ganz hastig nach dem Controller greifen. Matthias Neil hat auch gar keine Stamina mehr, ne? Muss ich sagen. Okay. Komm. Na komm. And we've come to yet another turning point in this match. Hat er 60% recht? Jetzt hat er 60%. Okay. Jetzt ist der Football. Movie gemeint. Nein. Natürlich nicht. So, jetzt ist es langsam kritisch. Wir sind nämlich orange am Torso. Und jetzt will er uns covern. Oh ne, das geht nicht. Geht nicht gut. So. Machen wir weiter mit deiner Aktion. Machen wir weiter. Du möchtest doch, dass wir das Ganze ein bisschen spannender machen. Aber jetzt nicht gleich schon wieder fürs Cover gehen. Das wäre ein bisschen doof. Wir sind jetzt auch rot schon. Ey Gott. Mein Gott. Okay, wenn wir jetzt das Signature Move abkriegen, dann wird's brenzlig. Das heißt, komm. Ich will's riskieren. Ich will's riskieren. Ich will's wissen. So, jetzt hat das Signature Move, aber nicht wieder fürs Cover gehen. Oh, Desperation Pin. Gut. Tschu, zwei schon. So, von wo aus hat er denn das Special Move Clash? Nee, hier bin ich. Beide von vorne. Okay. Aus der üblichen Position. So, komm her hier. Versuch. Mist. Okay. Komm mal zurück. Mist. Du Power Slam. Ins Cover direkt. Fuck, 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 fuck. Okay. Signature Move soll zu machen. Signature Move. Weil jetzt geht er gleich schon wieder fürs Cover. Was soll der Mist denn? Kann nicht sein. Der ist echt verzweifelt anscheinend. So, komm, probier. So, ach, war gar nicht das Signature Move, hab gedacht. Aber egal, dann machen wir das trotzdem jetzt zu Ende. Das ist jetzt riskant. Jetzt probiere ich einen Charge Finisher ohne Richtungstaste. Ich hoffe, dass ich dann die Wiesebomb mache. So reibe ich mir das auf jeden Fall jetzt zusammen. Hopp, Tatsache, so funktioniert das. Das ist gut. Ins Cover, hoppen. Sind wir beide rot am Torso. 2, 3. Vielleicht bringt das einfach ein paar mehr Punkte über Back and Forth. Das wäre ganz cool. Und dann hoffe ich, dass beim nächsten Mal ein Pay-Per-View-Match ist. Oder was? Oder wie? Oder höher? Ende März wurde gesagt, und das war Anfang März jetzt. Und bei den Sprüngen, die wir machen mit unseren Matches, sollte das eigentlich so funktionieren. Continue. Hier ist your winner, Tim. Tim. Ach, schön, Freunde. Ach, schön, Freunde. Macht das Spaß hier. Ich vergesse, dem Video Daumen hoch zu geben, ne? Daumen hoch, Daumen hoch. So, Memorable Moments 300 und Hauptsache 5 Sterne Match, Greatest of All Time. Sehr schön, sehr schön. Na, wenn das so ist, dann mache ich solche Matches öfter. Yes, du kannst endlich eine Pay-Per-View beitreten, wie auch immer. Für den jetzigen Moment kannst du nur 3 auswählen. Also, wir sollen uns die Pay-Per-View auswählen, an dem wir meist interessiert sind. Wir können doch nicht WrestleMania wählen! Oh, nö! Oh, was? Und dann bekommen... Ah, guck mal, dann bekommen wir jeweils Belohnungen. Das habe ich im Freischaltmenü gesehen, aber die Wrestling Tights und die Tattoos, die... die reizen mir nicht wirklich. Das heißt, ja, die ganzen A-Pay-Per-Views sind alle weg, außer die Survivor Series jetzt, ja. Und da müssen wir auf jeden Fall hin. Die Survivor Series... Ist das auch die Reihenfolge jetzt? Nein, ne? Ich will auf jeden Fall Extreme Rules, den haben wir das nämlich gleich. Battleground, Night of Champions wäre schon cool. Hell in a Cell.
Warte mal, hier, wo sind, hier gibt es noch andere Belohnungen. Was gibt es hier? Wenn man daran teilnimmt und das Perry-Match mehr SP als sonst. Nö, eigentlich ist mir total egal, was wir davon kriegen. So, dann würde ich sagen, Night of Champ. Ja, wenn wir bis dahin Champion sind, müssen wir eigentlich im Prinzip ja sowieso dort antreten, ne? Survivor Series sowieso, aber ja, TLC wäre auch cool, ne? Pass auf, machen wir Battleground, damit wir das ein bisschen aufteilen, damit das ungefähr alles im gleichen Abstand hat und Survivor Series. Das hört sich nach einem guten Schedule an, nach einem guten Zeitplan. Schade, war wohl nichts mit WrestleMania. Hätte sein können. Yes! Diese drei Pay-per-Views und dann haben wir uns anscheinend gegen Baron durchgesetzt. Jawohl, ja, Freunde, jawohl, ja. Mal sehen. Bekommen wir jetzt noch irgendwie eine Auszeichnung oder wird uns noch irgendwas gesagt? Tim Wiese? Ach, wir sind jetzt schon mal Extreme Rules, WrestleMania. Randy Orton holt sich diesmal die WWE Championship mit einem Tables-Only-Match. Ja, WrestleMania würde ich. Tim Wiese, ich brauche einen Superstar, der beim nächsten Pay-Per-View dabei sein kann. Ich habe meine Zweifel über dich. Ich habe jedoch Zweifel an dir. Wie machen wir das? Wie lösen wir das Problem hier mit dem Wölkchen? So, und dann sind wir doch jetzt bei Extreme Rules auf einmal, oder was? Ich habe ausgewählt, dass ich zu Extreme Rules möchte. Wenn wir ansonsten gleich zum nächsten gesprungen, das mir interessiert. Also wir haben jetzt ein Jahr fertig, wir sind jetzt im April. Das heißt, ein Jahr innerhalb 25. Episode ist es jetzt. Haut das hin? Ich meine schon. Jo, nach 4,5, 5 Stunden haben wir das denn geschafft. Cool, Freunde, dann würde ich sagen, gucken wir uns das dann an. Ein bisschen können wir noch sparen für die SP. Und dann bekommt Tim Wiese seinen ersten Pay-Per-View-Auftritt. Ich bin gespannt, wie das aussehen wird, gegen wen wir antreten dürfen und worum es geht. Ja, bis dahin, nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Eure Kommentare zu dem Thema in die Kommentare zu schreiben, in die Kommentare zu schreiben. Wohin auch sonst, der Adblock aus. Und bis dahin, euer Franz Overzockt. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.